Naja, also wenn ich schon so direkt herausgefordert werde, ich bin ja dann gespannt, was der Kollege dazu noch sagt. Also wer es noch nicht gesehen hat, wir haben hier heute im Nachrichtenspiegel unter der Überschrift gut gehütete Tabus. Eine Studie soll auf zweifelhafte Weise den Erfolg der Berliner Gemeinschaftsschulen beweisen. Das sehe ich natürlich genauso. Die Überschrift sagt da schon alles. Also ganz böse und passt ja in das Konzept der CDU offensichtlich. Aber vielleicht erleben wir ja heute noch was ganz Neues. Also hier nimmt ein Gymnasiallehrer Stellung zur Gemeinschaftsschule und sagt, dass die wissenschaftliche Begleitung eben nicht wissenschaftlich war. Was anderes sagt er hier eigentlich nicht. Er begründet das damit, dass man ja die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule mit Schülerinnen in Berlin, mit Schülerinnen und Schülern in Hamburg vergleicht, die ja ein gegliedertes Schulsystem haben, und das geht ja gar nicht. Übrigens weiter hinten in seinem Artikel sagt er, richtig wichtig sind Vergleiche zu Vera, also wie Vera, bundesweit, wo er dann aber plötzlich keine Probleme mehr hat, dass hier Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichen Schulsystemen miteinander verglichen werden. So, dann sagt er unter anderem, dass eine Studie belegen würde, aus dem Jahr 2008, dass Grundschülerinnen und Grundschüler aus Gymnasien, die ein grundständiges Gymnasium besuchen, dass die ja viel, viel, viel besser sind als vergleichbare Schülerinnen und Schüler in den jetzigen und damaligen Gesamtschulen oder anderen Schulen, die eben keine Gymnasien sind. Na, das ist ja ganz überraschend. Also, wir lesen mal schön aus. Die Schlausten der Schlauen an die grundständigen Gymnasien. Und überraschenderweise sind die viel besser als die anderen. Na, also dazu hätte ich jetzt auch wirklich keine Studie gebraucht. Dann gibt es hier noch die schöne Schlussfolgerung. Also die haben ja überhaupt nicht veröffentlicht, wie denn nun eigentlich die Abschlüsse in der 10. Klasse sind. Mal unabhängig davon, dass die Studie letztes Jahr endete und der zweite Jahrgang nicht mehr untersucht werden konnte. Der davor wird jetzt diskriminiert und man sagt, ja, die schaffen das ja viel, viel schlechter als an den Gymnasien, Debatte wie vorhin. Und außerdem muss ich mal sagen, sollen Sie sich doch mal begeben in Schulen, die auch wirklich schon lange von Klasse 1 bis 13 arbeiten. Sie müssen jetzt zum Ende kommen, Frau Kollegin. Fritz Kasen, bin gleich fertig. Nee, nicht gleich oder fertig, die Grünauer Schule, beide. Da haben alle einen Abschluss erreicht. Alle. Und da können Sie sich das gerne mal angucken. Dankeschön. Kollege Oberg, Sie haben jetzt die Gelegenheit zu replizieren. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, Frau Kollegin Kittler, der Herr Kollege Düring möchte hören, dass ich der Einschätzung zustimme. Und das ist in Teilen richtig. Was ich allerdings vorwegschicken möchte, es ist schon in einer bildungspolitischen Debatte immer etwas schwierig, wenn man so tut, als ob die eine oder andere Entscheidung die Rettung oder der Untergang der Bildungslandschaft, der Schule, der Schülerinnen und Schüler wäre. Besonders lustig wird es allerdings dann, wenn jemand, der eigentlich den Untergang, der einst prophezeit hat, die Wirklichkeit nun an dem misst, was diejenigen mal versprochen haben, die in dem Gegenstand das allergrößte Heilsversprechen gesehen haben. Das heißt, man kommt von ganz oben, misst es am ganz unten und sagt dann, naja, alles, was an allergrößten Erwartungen formuliert wurde, ist nicht erfüllt worden. Ich glaube, niemand von uns kann behaupten, dass jemals alle positiven Erwartungen in Erfüllung gegangen sind. Und es kann aber auch niemand behaupten, dass es alleine eine wissenschaftliche Studie ist, beziehungsweise die Diskussion über diese wissenschaftliche Studie, die den Erfolg einer Schulform bemisst. Letztendlich entscheiden das die Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer, ob eine Schulform erfolgreich ist. Weil nämlich nichts ist ein besserer Maßstab als das Vertrauen, das man einer Schulart ausspricht, indem man sie wählt, indem man dort arbeitet oder indem man dort seinen Kindern hin anvertraut. Und wenn wir diesen Maßstab nehmen, dann dürfen wir feststellen, die Gemeinschaftsschulen in Berlin sind außerordentlich erfolgreich, weil sie von den Eltern, weil sie von den Schülerinnen und Schülern und weil sie auch von den Lehrerinnen und Lehrern, die das Tag für Tag machen, gewollt werden.
Diejenigen, die es nicht wollen und die dann in Bezirksämtern versuchen, Eltern, Lehrern und Schüler Steine in den Weg zu stellen, sollen sich bitte nicht darüber beklagen, wenn Eltern, Lehrer und Schüler die hingelegten Steine am Ende als Hindernis empfinden. Das wäre reichlich verlogen. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass die wissenschaftliche Untersuchung keine Geheimwissenschaft ist, auch nichts Verstecktes, sondern etwas sehr Öffentliches und aus unserer Sicht auch noch nichts Abgeschlossenes. Weil ich glaube, die Berliner Gemeinschaftsschule muss sich nicht vor der Wirklichkeit verstecken und auch nicht vor einer weiteren wissenschaftlichen Untersuchung. Und deshalb kann man selbstverständlich in einem weiteren Schritt, wenn der Durchlauf einmal durch ist, sich das noch einmal anschauen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Nur diejenigen, die vor den Ergebnissen Angst haben, die würden sich dagegen wehren. Und warum sie dann Angst davor haben, das kann man meist an ihren Reden ganz gut sehen. Vielen Dank.